Okay. Das Garados kann noch ein bisschen zicken. Dieses Zarte erstmal durch, gehe ich weg. Und tschüss. Empyreon 68, Ramaion 75, Rexplanta 65. Krammchef wird gleich auch nochmal ein Level kriegen. So, Flammenwurf drauf. Du wirst wahrscheinlich überleben. Ja, natürlich. Oh ja, Garados Galoppa weicht erstmal in der Kaskade aus. Sehr gut. Und damit ist Garados auch weg. Dankeschön, das hast du super gemacht. Kampfchef erreicht Level 69, wie ich es gerade gesagt habe. Und wir sind wie bei ihm besiegt. Ah, das war mal nix. Wie kannst du stärker sein als Mutter Natur? Keine Ahnung, ich habe Pokémon einfach trainiert. So, dann nehmen wir mal hier unten das Item mit, vor allen Dingen. Endlich! Ich habe es ja noch letzte Folge angekündigt. Ich vermisse die TM für Energieball. Und jetzt haben wir sie endlich. Carbon. Ernsthaft jetzt? Kein Carbon hat sich einsetzen da wegen Initiative. Ha. Eigentlich hast du nicht damit gerechnet. Ich hätte gedacht, ja, du kannst ja normal einsetzen. Aber KP Plus kannst du einsetzen. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt, Leute? Sind keine Attacken? Naja, keine. Sag mal, aber der Zink funktioniert nicht, ne? Wollte mich jetzt eigentlich komplett da? Tatsächlich nicht. Ich kann keine steigenden Items für mehr einsetzen. Ja. Okay. Du hast ja gerade erst ein Level abgekriegt, deswegen gehst du jetzt nochmal eins hoch auf 66. So, und jetzt kriegst du auf jeden Fall erstmal mit die Dings Energieball. Ich setze das für Rasierblatt ein. Weil Rasierblatt ist ja eine Volltrefferattacke, aber Energieball finde ich cooler. So, sehr geil. Auf jeden Fall. Freut mich tatsächlich, dass es das schon mal was gebracht hat wieder. Oh, ein Schwimmer? Okay. Ich guck grad mal, ob ich hier noch irgendwas finde. Nö. Gut, dann müssen wir tatsächlich darüber schwimmen, wenn es so aussieht. Ist ja auch gut. Ist ja auch nicht schlimm. Ich möchte mit meinem Wasser-Pokémon zusammen sein. Deshalb schwimme ich. Okay. Ja gut, hier nimmt das seine, ne? Bibifass. Du hast auch nur ein Pokémon, ne? Drei hast du. So, einmal kurz Energieball. Haha, ich liebe diese Attacke. Ich finde die ganz cool, ich finde die wirklich cool gemacht. Kriegst du noch eine Zumarill hinterher? Deswegen, ich liebe diese Attacke einfach. Bin doch froh, dass ich es jetzt habe. Endlich. Und ein Seejong hinterher. Und tschüss. Siehst du, ganz einfach mal kurz eben kurz ihre drei Wasser-Pokémon mit jeweils einer Attacke weg komplett. Ah, ich sinke.
Okay, das ist wahrscheinlich hier nur so ein. Und so ein Häuschen, was jetzt nicht unbedingt. Was wir da kriegen. Hey, Konnichiwa, Buongiorno Trainer, ich bin der Master. In der riesigen Sprache würde ich wohl den Meister nennen. So in etwa, sind das hier paar? Comprendes? Stopp, ich rieche es. Irgendwas ist das an dir. Zweifelsohne, dieses Pokémon genauso wie ich. Das ist Maraviloso. Also lass uns Folgendes machen. Ich weite dein Pokédex, damit du die Beschreibung der Pokémon auch in anderen Sprachen lesen kannst. Ich hasse. Je suis désolé. Leider geht das nicht bei allen Pokémon, sondern nur bei denen aus Ländern, die ich zum Master besucht habe. Okay, kann ich den Pokédex mal sehen? Ja, an diesem Ding hier ziehen, an dem da rütteln und fertig. Das senden die Possibility, der Pokédex ist already auf dem neuesten Stand. Du bist der Zeit wohl gerne einen Schritt voraus, wie? Perfekt. Well, jetzt kannst du die Einträge zu den Pokémon auch in anderen Sprachen ansehen. Einfach marvelous, nicht? Jo. Oh, jetzt nicht. Warte mal, da oben ist auch auf jeden Fall irgendwo was gewesen. Vielleicht müssen wir da nochmal was gucken. Kann ja alles nochmal sein, wenn man so eine coole Attacke, wie zum Beispiel jetzt gerade den Energieball. Aha, ist aber nichts. Jetzt unbedingt, wo ich jetzt sagen muss, so, da muss ich. Also, da ist jetzt eh nichts. Gut. Da ist noch ein Schwimmer. Den nehme ich doch gerne mit. Meine Pokémon und ich trotzdem nur so von Muskelkraft. Wir sind bereit zum Kampf. Kalivanya. Ich glaube, Kalivanya hatten wir schon mal als Gegner. Also ich erinnere mich ziemlich gut. Kalivanya kann Wasserdüse, ist eine Prio-Attacke, bringt ihm aber jetzt nichts. Dafür ist es mich jetzt Geschichte. Rauhaut, auch ernsthaft. Ja, die Rauhaut hat mir beim ersten Durchgang der Pokémon-Liga den Champ-Titel gekostet, weil ich dann gedacht habe, die kriegst du schon irgendwie weg. Naja, ja, wisst ja genau, wie es ausgeht. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Ach komm, scheiß drauf. Setz dich in den Energieball ein. Wäre das nämlich nicht gewesen, wenn wir das Ding sogar am ersten Durchgang gemacht haben, weil ich da nicht gespeichert habe. Müssen wir halt das ganze Ding nochmal ein zweites Mal spielen, ne? Deswegen sind wir auch von den Leveln her mittlerweile so stark. Tohaido. Tohaido hatten wir noch gar nicht. Das ist nämlich die Weiterentwicklung von Kalivanya. Cool, dass wir es auch noch sehen. Wobei Tohaido fehlt, da fehlt irgendwie die Schwanzflosse. So. Aus! Uns ist die Luft raus. Gut. Gut, 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 gut. Haben wir das auch soweit? Dann muss ich jetzt hier hoch, weil wir, glaube ich, da oben weitergehen. Ich komme zum Richtung Vulkan. Ja, guck grad mal, ob hier noch oben was ist. Route 227. Scheinbar ist es doch richtig. Also da oben geht es schon mal Richtung Vulkan. Ich gucke aber noch gerade, was hier hinten auf der rechten Seite von mir ist. Ich werde die Nummer 1 bei der Superwettbewerbsshow in der Sinnoh-Region. Den Sieg werde ich mit einem Pokémon einfahren, das man nur hier finden kann. Okay. Route 228. Okay, die erkunden wir dann in der nächsten Folge. Da würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend. Wir sehen uns dann wieder und ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen auf Route 228. Hier ist es extrem sonnig und windig. Schön, dass ihr dabei seid. Wieder. Es geht weiter. Mein Streben nach Stärke brachte mich hierher. Was wüssten sonst hätte ich mein Körper und meine Seele? Akzeptiere meine Herausforderung. Uah! Ich frage, was gibt's hier? Außer Trainer. Also,
Ich setze es bewusst mal auf Rex Blizzard, weil der Hagelalarm gleicht zumindest mal den Sandsturm aus. So, dann haben wir das auch.